Lange Jahre hat er beim Deutschlandradio moderiert. Mit einer Kultsendung wurde er besonders bekannt. Nun ist der beliebte Radiomoderator gestorben. Der Radiomoderator Christian Bienert war eine bekannte Stimme im deutschen Rundfunk. Viele hörten ihm aus einem bestimmten Grund heimlich zu. Jetzt ist der Kultmoderator gestorben. Die Todesursache ist nicht bekannt. Berlin, während Großbritannien um den beliebten und überraschend gestorbenen BBC-Radiomoderator Steffen Clements trauert, ist am vergangenen Dienstag, 7. Juli 2202, auch ein Kultradiomoderator des Deutschen Rundfunks gestorben. Deutschland muss Abschied nehmen von der bekannten Radiolegende Christian Bienert. Der populäre Deutschlandradiomoderator wurde 72 Jahre alt. Seine Stimme kannte man vor allem von einer Sendung. Christian Bienert ist tot. Eine Kultradiosendung machte seine Stimme populär. 25 Jahre lang moderierte der Berliner die beliebte Ratesendung Das klingende Sonntagsrätsel des RIAS, Rundfunk im amerikanischen Sektor, bis zu seinem Ruhestand 2012. Heute ist die Sendung beim Deutschlandfunk Kultur zu hören. Seit 1965 läuft das Rätsel bereits im Radio. Entwickelt wurde sie von Hans Rosenthal, für den Bienert bereits seit den 60er Jahren als dessen Assistent Texte schrieb. ETLF-Sonntagsrätsel-Moderator Christian Bienert, eine der populärsten Radiostimmen in Ost und West, ist am 7. Juli gestorben. https://tico3kdwk4l4dlf-radioszene/radioszene/juli14/2020 Nach Rosenthals Tod 1985 übernahm Bienert die Sendung dann ganz. Das klingende Sonntagsrätsel, heute nur noch Sonntagsrätsel genannt, funktioniert seit Mitte der 60er Jahre nach einem einfachen Prinzip. Hörer müssen zu einem bestimmten Thema ein Wort aus 6 oder 7 Buchstaben erraten, Musikstücke helfen ihnen dabei. Der große Charme des Ganzen liegt in den Anekdoten, die erzählt werden. Eine besondere Funktion hatte die Sendung im Kalten Krieg. Deshalb hörten den Moderator damals viele heimlich. Christian Bienert ist tot. Viele hörten den Radiomoderator heimlich. Das Ratequiz sollte dazu dienen, die Reichweite des von den USA betriebenen Senders RIAS im Gebiet der DDR auszuloten. So entstand eines der erfolgreichsten Senderformate, bis heute im Programm. Erst nach dem Mauerfall wurde bekannt, wie viele Menschen jeden Sonntag vor dem Radio miträtselten, so dass Deutschlandradio allein im März 1990 erreichten die Verantwortlichen rund 380.000 Zuschriften aus allen Teilen des noch nicht wiedervereinigten Landes. Nach der Wende wurden der Redaktion zudem 2 Metallkoffer übergeben mit lauter Hörerpost, die die Staatssicherheit abgefangen hatte. Christian Bienert ist tot. Kollegen und Fans trauern um den Radiomoderator. Deutschlandradio-Programmdirektor Andreas Peter Weber würdigte indessen die Verdienste des verstorbenen Radiomanns. Christian Bienert hat mit seiner unverwechselbaren Art ein Format kreiert und ist zu einer der ältesten und erfolgreichsten Radiosendungen Deutschlands gemacht, so Weber. Jahrzehntelang hat er eine riesige Fangemeinde angesprochen und ist zu einer der Stimmen in Ost und West geworden. Radiofans sind ähnlich wie der Tod-Fans, die derzeit um einen beliebten Schauspieler trauern, bestürzt. Bei dem Schauspieler wird öffentlich spekuliert, ob er an den Folgen einer Covid-19-Erkrankung gestorben sei. Bienert-Fans meldeten sich bereits auf Twitter zu Wort und brachten ihre Trauer zum Ausdruck. Die Stimme des Sonntagsrätsels im Radio. Mit ihr brachte er mir jeden Sonntag einen Hauch von Bildungsbürgerlichkeit in mein provinzielles Kinderzimmer, in dem ich mich so sehr nach Literatur und Kunst sehnte, twitterte eine Userin. Über die PA, Christian Bienert ist tot. Die Stimme des Sonntagsrätsels im Deutschlandradio. Mit ihr brachte er mir jeden Sonntag einen Hauch von Bildungsbürgerlichkeit in mein provinzielles